Fans. Wie man hier sehen kann, aus geomorphologischer Sicht, also wie die Gestalt hier ist, stehen wir auf ehemaligen Ackerterrassen, die immer wieder hier so zu sehen sind, ganz schmal. Und dazu diese Böschung und dann wieder die nächste Ackerterrasse. Und um jetzt dem Außenstehenden verständlich zu machen, was ist denn hier überhaupt Ziel und was ist denn hier überhaupt geschehen, habe ich mal Bilder mitgebracht. Also dieser ganze Landschaftsausschnitt war relativ zugewachsen. Man sieht hier mal so Bilder im Winter, also viele Büsche an den ganzen Böschungen überall, also relativ dicht. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was machen wir hier. Hier gibt es sogar einen Plan zu, ein Planwerk und auch, ja, ich sag mal, eine Verpflichtung über das Naturschutzgroßprojekt hinaus, hier weiter zu arbeiten. Das Naturschutzgroßprojekt, das ist ja im Kernbereich von Frankenau gelaufen. Da gibt es eine sogenannte Kulisse 2 oder Priorität 2, die eben hier ist. Und hier gibt es normalerweise keine Fördermittel durch das Bundesamt für Naturschutz, sondern hier muss die Region selber aktiv werden. Und das ist eben mit dem Landschaftspflegeverband vonstatten gegangen. Mager und mit wenig Bodenunterlage sich eben gestalten und wo spezielle Pflanzen drauf wachsen. Da kommen gleich auch noch Bilder zu. Und um diese Magerrasen wieder zu reaktivieren, braucht es eben eine Beweidung, aber davor muss natürlich erst erfrischt werden. Und das sieht man dann auf den nächsten Bildern. Also hier, das sind diese Magerrasenböschungen, die wir dann freigestellt haben. Zum Teil, was ja der Landschaftspflegeverband bedient, der Neuntöter, der hier auf diesen Bereichen, man sieht den Vogel, das ist ein authentisches Bild von hier, der hier in den Bereichen die offenen Magerrasen braucht, um auf Beutejagd zu gehen. Also um Insekten dann aus der Luft von einem flachen Boden eben zu fangen. Und da braucht dieser Neuntöter, der Vogel, einfach Überblick zu. Und das haben wir hier versucht zu schaffen. Also größere Böschungsbereiche dort oben sind freigestellt. Die Hecken sind nicht mehr durchgehend, sondern transparent. Und das zieht sich jetzt hier diesen ganzen Bereich durch. Ja, die nächste Zielart, das waren zum Beispiel Heidenelken, da müsste ich auch ein Foto von haben, dass man die mal sieht. Also hier einzelne Exemplare, die natürlich durch die Beschattung eben nicht sehr profitieren, sondern die auch Licht brauchen. Und die Heidenelke war hier auch eine Zielart, neben vielen weiteren Pflanzen, also auch Glockenblumen und Habichtskräuter, die von dieser Maßnahme profitieren sollten. Ja, ich bin sehr froh, dass wir es heute geschafft haben, diesen Pressetermin mal zu machen, damit wir das Thema Landschaftspflegeverband auch mal ein wenig mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken können. Und das geht umso besser, wenn wir in der Lage sind, auch erfolgreiche Projekte zu zeigen, die der Landschaftspflegeverband umsetzt und begleitet. Und ich denke, das ist heute insofern ein ganz, ganz wichtiger Termin. Der Landschaftspflegeverband selbst ist ja drittelparitätisch aufgestellt. Das heißt, die Kommunen, die Landwirte und die Naturschützer arbeiten Hand in Hand, um das Ziel der Landschaftspflege, der nachhaltigen Landschaftspflege zu erreichen. Und ich glaube, wir haben hier in Frankenau ein sehr gutes Beispiel dafür, wie so etwas gelingen kann, indem nämlich genau diese drei Gruppierungen sich hier die Hand gegeben haben, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. Einen Pflegeverband zu gründen, aber man muss einfach sagen, die Zeit war nicht reif. Wir haben auch die Partner nicht gefunden. Die Kommunen mussten ja mit ins Boot. Und wann war das, Matthias? Im letzten Jahr hat der Kreistag dann den finalen Beschluss gefasst, ja, wir gründen jetzt einen Landschaftspflegeverband, weil auch einige Gemeinden signalisiert haben, ja, wir könnten auch beitreten. Gemeinde Vöhl, Stadt Frankenau, Willingen waren so die ersten, ergänzt mich bitte. Und wir verstehen uns ja eigentlich auch als, oder der Verband versteht sich ja auch als Dienstleister für die Kommunen, ihnen Beratung zu geben, wie man Landschaftspflege machen kann. Vor allen Dingen aber auch bereit zu stehen, wenn es darum geht, sinnvolle Maßnahmen im Zuge von Bauleitplanung dann im Bereich der Pflege zur Umsetzung zu bringen und diese dann auch anerkennen zu lassen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man einfach irgendwelche Flächen ausgewählt, Bäume draufgepflanzt, damit ein Ausgleich geschaffen wurde, ob das sinnvoll war oder nicht, mal auch gar nicht hinterfragt, ob dann die Pflege stattfindet. Und diese Arbeiten soll ja dann der Pflegeverband zumindest teilweise mit übernehmen. Und die Konstellation, dass die öffentliche Hand in Form der Kommunen, dass die Landwirtschaft und die Naturschutzverbände mitwirken, ist doch eine ganz, ganz günstige. Und ich finde, wir haben jetzt wirklich gute Voraussetzungen geschaffen, dass wir den Verein auch in die Arbeitsphase hineinbringen können. Landschaft hat sich deutlich verändert.
Wir werden darüber nachdenken müssen, auch die häufig zitierten Wiesenraine, wo ja wirklich eine Einöde eingekehrt ist, vielleicht auch über Maatregime wieder aufzuwerten, dass wir einfach nach Maat wieder ein höheres Blütenaufkommen bekommen. Dafür bedarf es natürlich der geeigneten Maschinen, dafür bedarf es der Nutzungskonzepte für das Schnittgut, entweder, was weiß ich, Kompostierung oder Biogasanlagen oder Fressen, was weiß ich. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Und das ist der Mehrwert, den ich eigentlich aus dem Landschaftspflegeverband für die Gemeinschaft erkenne. Ich begrüße Sie hier in Frankenau. Wir haben heute eine tolle erste Maßnahme des Landschaftspflegeverbandes gesehen, in Kooperation mit dem örtlichen NABU und der Hinterwälder Rindhaltergemeinschaft. Ich denke, die Magerrasenentbuschung hier in Frankenau ist ein erstes Pilotprojekt, was wir erfolgreich umgesetzt haben und wollen in Zukunft im ganzen Landkreis weitermachen, haben auch schon neue, viele Projekte angestoßen und zum Teil auch abgewickelt und werden Ihnen dann weiteres berichten darüber und bleiben Sie einfach auf dem Laufenden, was der Landschaftspflegeverband Waldeck-Frankenberg alles für Aktivitäten hat und die Partner zusammenbringt. Das war eben schon gesagt. Unsere Feststellung ist auch ganz klar, diese Bewirtschaftungsform muss einhergehen mit einer Konvention. Wurde gebeugt. Ja, heute gibt es Milchviehbestände im Schwarzwald, hat einen sehr hohen Fettgehalt, also werden wir Käsereien und so weiter sehr gerne benutzt. Das Schlachtgewicht ist nun nicht so pralle, aber die Qualität des Fleisches ist sehr gut. Ja, der Landschaftspflegeverband ist eigentlich schon lange gewünscht von NABU, Kreisverband, auch von den Ortsgruppen. Wir sind einer der Vorreiter gewesen für diesen Landschaftspflegeverband und haben schon seit 2000 angefangen mit Landschaftspflegearbeiten, mit Aufbau einer eigenen Landschaftspflegeherde und betreiben hier einen Naturschutz auf 35 Hektar mit seltenen Orchideen und seltenen Pflanzen und zur Erhaltung der Frankenauer Kulturlandschaft. Einer muss nach hinten, einer muss sichern.